Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Elden Ring im New Game Plus. Der Spielmodus, in dem es eigentlich ein bisschen schwerer sein sollte, was es ja anfangs dann oft nicht ist. Deswegen verbringen wir unsere Zeit lieber damit, dass wir ein paar Quests spielen, die wir im ersten Durchlauf nicht gespielt haben. Und deswegen gehen wir jetzt auch ein bisschen weiter. Und zwar müssen wir jetzt diesem Pfad hier folgen, das machen wir auch, vom Dorf der Albinorix aus, gehen wir zu einer Hütte, denn dort wartet ein bekannter Charakter oder sollte ein uns bekannter Charakter auf uns warten. Deswegen lasst uns da mal hingehen. Ich habe eine neue Waffe, das Schwert der Nacht und der Flamme, auf plus 10 voll aufgewertet, das macht auch gut Damage. Ich glaube, ich muss übrigens hier hin. Und den ersten Punkt, den können wir ganz kurz löschen. Der ist da, den können wir löschen. So. Die habe ich einfach mal aus Interesse aufgebaut, weil die mir auch beim ersten Durchlauf empfohlen wurde. Und ich hatte ein bisschen Bock, wieder ein bisschen was anders zu machen. Nicht immer nur Zweihandwaffen, aber wir können ja später noch alles ändern. Ne? Wir sind ja hier nicht festgebunden. Mit den Larventränen können wir ja jederzeit unsere Skillung anpassen. Von daher geht das ja locker flockig von der Hand, möchte ich meinen. Ja, wir sind im zweiten Gebiet. Wir haben Renala in der letzten Folge besiegt. Das war ziemlich cool. Es ging auch alles ziemlich schnell. Damit wäre ich jetzt sogar schon so weit, dass ich das Ende des Spiels anstreben könnte. Mache ich allerdings nicht, weil wir wollen ja noch ein paar Sachen hier erleben. Okay, der konvertierte Turm. War ich denn hier damals beim ersten Mal drin gewesen? Ich weiß das gar nicht. Kuckuck, Schimmerstein gibt's hier. Also hier wollte ich jetzt nicht hin, aber ich habe jetzt den Ort einfach mal gefunden. Deswegen schaue ich mich hier mal ein bisschen um. Hier steht doch was. Da ist auf jeden Fall ein Bildnis von Marika. Gelehrsamkeit sei mit euch. Es sieht halt so aus, als ob dieser Ort ein Geheimnis birgt. Aber welches Geheimnis ist es? Tja, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ist aber auch nicht der Ort, den wir suchen. Genau, hier hinten war ein Baum. Den haben wir aber, glaube ich, schon besiegt. Bin ich zumindest der Überzeugung, dass wir das gemacht haben. Ach, ich wundere mich die ganze Zeit, was hier so knattert. Mein Fenster, da regnet es gegen. Ich mache das ganz kurz mal zu. Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Ja, hier ist gerade ein bisschen Unwetter. Naja, ich meine, wir hatten jetzt so viele sehr warme Tage. Regen ist gut für den Boden. Deswegen freue ich mich über ein bisschen Regen. Und als Zocker stört mich das ja sowieso nicht so. Hauptsache, es ist nicht ganz so warm. Ne? Ihr kennt das ja. So, wir reiten hier weiter durch die wilden Lande. Freuen uns über jeden, der leuchtende Augen hat. Die geben nämlich mehr Erfahrungspunkte. Nacht- und Flammenhaltung. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass es bei dem Schwert mehr als nur einen Spezialangriff gibt. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie das ist. So, ich glaube, da vorne dürfte jetzt auch der Ort sein, den ich gesucht habe. Wenn nicht, muss ich ein bisschen weitersuchen. Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter suchen, aber war ich hier schon mal drin? Nö. Siegelgefängnis des Kuckucks. Na, dann gehen wir da mal rein. Kann ich jemanden mit dazu rufen? Anscheinend nicht. Kurz mal die Markierung löschen.
Oh, der kann noch, kann die Waffe kann noch Feuer. Ui, das ist ja geil. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Aber er kann natürlich auch ein paar Tricks. Aber ich bin trickreicher. Großschwert, Phalanx, 13.800 Runen. Und damit ist er erledigt. Ja, den hatte ich beim ersten Durchlauf nicht gehabt, den Boss damals. Eine kleine Premiere hier. Was ist das denn hier? Ach so, das sind ein paar. Ah, okay. So. Ich meine, ich freue mich ja auch immer darüber, wenn ich Dinge erlebe, die ich im ersten Durchlauf nicht erlebt habe. Okay, was haben wir hier? Den Punkt kenne ich aber, genau. Fuß der vier Glockentürme. Genau, da sind die vier Glockentürme. Also ich kann euch mal sagen, ich bin auf der Suche nach einer Hütte. Das ist, was ich suche. Wo ich sie finde, das weiß ich allerdings nicht. War ich schon beim Oberhaupt? Wartet mal. War ich schon beim Oberhaupt gewesen? Ist zwar nicht das, was ich jetzt gerade akut suche. Aber lass uns da mal hin. Wir haben ja Zeit. Das ist ja das Coole bei so einem zweiten Durchlauf. Wir haben ja noch viel mehr Zeit als beim ersten Mal. Wobei Zeit sowieso relativ ist. Früher, als Twitch noch nicht so groß war, da war es natürlich immer wichtig, bei den Let's Plays immer möglichst weit vorne dabei zu sein, was so die Story, also die Bosse angeht. Ich hatte das zum Beispiel damals, dass ich bei Witcher 3 eine ganze Zeit lang vor Gronkh war, was mein Spielstand anging. Und da hatte ich auch deutlich mehr Zuschauer. Und ab dem Moment, wo mich Gronkh überholt hat in der Story, hat bei mir auch die Zuschauerzahl ein bisschen gelitten. Es war total interessant, so zu sehen. Weil natürlich viele Leute wollten halt nur einfach gucken, wie die Story ist. Die haben sich natürlich nicht immer unbedingt auch für mein Gameplay und für meinen Commentary interessiert. Ist aber auch normal. Also das nehme ich denen jetzt auch nicht übel, weil so ist es halt, ne? So, es gibt halt... Ah, ich glaube, ich muss da oben hin. Ach so, ich glaube, deswegen... Wartet mal. Ja, deswegen war ich da, glaube ich, auch noch nicht. Genau, tiefer Brunnen der Eininsel. Ja, ja, okay. Deswegen war ich da noch nicht, weil da komme ich nämlich noch nicht hin. Da muss ich über die Eininsel hoch. Ja, das, wie gesagt, das wäre dann hier lang irgendwie nochmal den Berg hoch. Okay, dann ist der Punkt sowieso lost. Machen wir mal hier weiter. Ja, also wie gesagt, ne, das nehme ich niemanden übel. Es ist halt nicht jeder am Let's Player interessiert. Auch wenn dir wieder jeder erzählen wird, ja, ist doch viel geiler, wenn die Leute wegen dir zu gucken und nicht wegen deinem Content. Als jemand, der das aber schon sehr lange macht, kann ich euch sagen, man kann das nicht immer beeinflussen.
Manche Zuschauer gucken halt aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das ist auch okay. Da muss man als Content Creator mit umgehen können. Manchmal kann man vielleicht Influencer sein. Manchmal ist man aber auch eher Content Creator. Und je schneller man lernt, damit umzugehen, desto besser kommt man auch damit klar, wenn halt die Aufrufzahlen wieder ein bisschen runtergehen. Ich weiß, dass zum Beispiel der New Game Plus Durchlauf ist für einige nicht so super spannend. Das weiß ich natürlich. Ah, schade, das hat er sich nicht gemerkt, dass ich die schon aktiviert hatte. Na gut, klar. Dann muss ich da auch wieder die magischen Schlüssel suchen, wenn ich denn hier benutzen will. Gott. Also das ist halt, viele haben halt den ersten Durchlauf geguckt, weil sie bei mir halt Elden Ring sehen wollten. Und viele wollen natürlich auch ganz gerne Blind schauen. Also viele wollen natürlich gerne, dass Blind gespielt wird. Und gerade jetzt hier bei New Game Plus, da verfolge ich halt schon konkrete Ziele. Warum erzähle ich euch das? Naja, irgendwas muss ich doch erzählen hier auf meiner Reise durch die Zwischenlande. Kann ja nicht immer nur kommentieren, was ich hier so für Bäume und Sträucher und Gräser sehe. Manchmal kommentiere ich eben auch, was hier allgemein so passiert. Hi. Oh Gott, wie oft bin ich hier in diesem Lager damals gestorben? Oh, ist da eine Kiste mit dran? Ah, okay, da muss ich da vorne erstmal wieder... ein bisschen für Action sorgen. Ja, ich habe das begriffen, dass du mich umbringen willst. Aber ich will natürlich eure Karawane hier aufhalten. Ja. So, der war, glaube ich, ein bisschen böser hier. Weil der kann mich auch zaubern. Aber ich bin auch böse. Ja, es sind nämlich alles hier Freunde vom Kuckuck. Ich müsste mal gucken, womit die Waffe eher skaliert. Weisheit oder Glaube? Weil das bestimmt ja dann auch, wie viel Damage ich hier mache. So, das karanianische Großschwert. Weiß gar nicht, ob ich das damals hatte. Aber ich glaube schon, dass ich hier die Karawane aufgehalten habe. Ich habe eigentlich immer versucht, eine Karawane, wenn ich sie gefunden habe, auch aufzuhalten. Das war eigentlich immer schon so ein bisschen mein... das war immer schon so ein bisschen mein Ding. So, ja, Weisheit und Glaube auf B. Ich würde an meinem Plan festhalten und Glaube erstmal auf 60 bringen. Und dann kann ich nämlich Weisheit nachziehen. Ich glaube, 80 ist das Soft Cap. Oder sogar schon das Hard Cap. Und die königlichen Ruinen. Genau, da gab es ja, hier war ja nur das Besondere, also das Allerbesonderste war hier, dass man hier halt durch konnte. Ui. Genau, und dann trifft man nämlich ihn. Er ist halt für eine Questline ganz interessant. Aber ich suche halt einen Ort, den habe ich auch beim ersten Mal damals nicht entdeckt, sehe ich gerade.
Wer macht denn hier gerade so einen Stress? Ist halt ein Ort, den ich beim ersten Mal damals nicht entdeckt habe. Und das ist immer dann blöd. Und dann sehe ich nämlich nicht die Markierungen auf der Karte. Aber gut, da muss ich ihn halt jetzt entdecken. Genau, hier sind die Türme. Da muss ich durch das Haus durch. Durch das Haus. Da muss ich mich da durch den... durch das Anwesen durcharbeiten. Aber da möchte ich gar nicht hin. Das ist gar nicht das Ziel meiner Reise. Ich suche eine Hütte. Genau, das ist, da ist das Anwesen. Aber wie gesagt, da will ich nicht hin. Ich suche eine Hütte. Weil da geht nämlich die Quest von Edgar weiter. Den kennen wir noch aus dem... aus Limgrave, das ist aus Schloss Morn, dessen Tochter dann gestorben ist, Edgar. Den treffen wir nämlich wieder und dazu muss ich diese Hütte finden. Kann auch sein, dass sie hier liegt. Ja, ist ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, wir finden sie noch. Wenn nicht, gibt es ja auch eine Karte, auf der ich nachschauen kann, wo sich das Ganze befindet. Dann spoilere ich mich halt. Ich habe halt gehofft, ich finde das jetzt hier einfach so. Da verfolgt mich der Reiter wieder. Na, ihr plündert hier auch noch ein bisschen rum, ne? Feigen Plünderer. Manchmal erkennt man ja auf der Map schon so ein bisschen, wo sich was befindet. Weil manche Orte sehen dann immer einfach schon sehr danach aus, dass man das findet, was man sucht. Aber manche Orte eben auch nicht. Manche Orte bleiben im Verborgenen. So. Ansonsten schaue ich jetzt gleich einfach nach, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Ich wollte jetzt hier mal so gucken. Das sieht nämlich auch noch nach einem sehr interessanten Gebilde aus. Achso, ich kann nur gerade drauf schießen, okay.
oder auch nicht. Gut, ist mir jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich fand das Feature, dass man sich halt diese Fähigkeiten auf die Waffen packen kann. Also ja, man kann damit ein bisschen was gut machen. Also ich habe mir damit ja auch recht schnell halt eine ziemlich starke Blutungswaffe gebaut. Das hat schon gut funktioniert. Also so gänzlich unnütz ist das Feature nicht. Aber ich fand, es war jetzt auch nicht so mindblowing, wie ich mir das vielleicht ein wenig vorgestellt hätte. So, ich schaue jetzt einfach mal auf meine Map. Ich habe ja zum Glück eine Karte. Oh, da wird auch noch schön gesungen. So, wartet mal. So, meine interaktive Karte machen wir jetzt hier an. Also. Und ich möchte bitte sehen, wo die Locations sind. Dann scrollen wir hier ein bisschen rein. Okay, die ist echt ganz woanders. Guck mal, das ist es. Das ist es. Das ist der Ort, wo wir hinwollen. Na gut, dann nochmal zurück und dann geht's da jetzt aber auch sofort hin. Nee, ich bin da ehrlich. Ich gucke jetzt einfach nach. Versuche das jetzt nicht irgendwie schnell nachzulesen und dann so zu tun als, oh, hoppla, jetzt habe ich es ja doch gefunden. Gut, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Das war früher manchmal ein bisschen. Früher habe ich das noch manchmal gemacht. Da habe ich manchmal so, ne, man will sich ja auch nicht die Blöße geben. Man wird ja auch als Let's Player viel kritisiert. So, wird ja jeder einzelne Tastendruck wird ja irgendwie teilweise eingeordnet und ausgewertet. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend. Und früher habe ich dann immer so versucht, das dann immer so rüberzubringen. Da habe ich auch so absichtlich noch ein paar Fehlerchen gemacht, um dann so, ah, guck mal, jetzt habe ich es dann doch noch geschafft. Und eigentlich wusste ich es immer schon, weil ich es vorher nachgelesen habe. Wollte das aber so verkaufen, dass es so, also mir war schon klar, dass ein plötzlicher Geistesblitz, das wird sofort enttarnt. Also habe ich dann versucht, noch ein paar Fehler zu machen. Bei Point-and-Clicks zum Beispiel war das immer so früher ein Ding. So, wenn man dann so ewig lang an was rumgemurrelt hat und dann hatte man plötzlich den Geistesblitz. Ja, heute sage ich einfach, hey, ich habe kurz mal nachgeschaut und hier ist er, der Ort, den ich gesucht habe. Einfach kurz mal nachgeschaut. Ist ehrlich, Leute, ist ehrlich. So. Wir werden angegriffen von Edgar, dem Rächer. Edgar, wieso greifst du mich an? Edgar, was machst du? Aber wir haben doch zusammen Schloss Morn befreit. Bedeutet dir das gar nichts mehr? Eine Shabiri-Traube und die helle Bade des Exilritters plus 8 und ein roter Fleischklops. Ja, hat Edgar hier alle umgebracht? Ja, rote Fleischklopse bekomme ich hier. Und das bekam ich ja auch von Edgar, diesen Loot. Also hat Edgar, der seine Tochter rächen wollte, hat er jetzt hier an dieser Hütte, die sich Hütte des Rächers nennt, hat er hier jetzt wirklich nach Rache gesinnt. Wir gucken uns gleich mal seine Items an. Vielleicht verraten die ja ein bisschen was. So. Seine Items. Und zwar habe ich zum einen bekommen ganz schön viel Fleischklops, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Loot. Ich habe eine Shabiri-Träne bekommen. Das sind diese Items, die ich für Hayetta brauche. Und ich habe seine Hellebarde bekommen. Eine vom Meisterhand gefertigte Hellebarde, verziert mit einem uralten Design.
Die Waffe der Ritter, die durch Verfehlungen oder unglückliche Umstände ihre Heimat verlassen mussten. In die Randgebiete verbannt waren sie gezwungen, allein und verzweifelt ein neues Leben aufzubauen. Ja, ist eine Stärke-Geschicklichkeit-Waffe. Macht ziemlich gut Schaden. Wenn man mit einer Hellebarde kämpft, wäre das ganz interessant. Kämpfe ich aber nicht, von daher ist das nicht meins. Okay. Das ist die Geschichte von Edgar. Sie fand hier ein jähes Ende. So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier nochmal Zeit verweilen lassen musste, denn es geht jetzt darum, die Questline von Hayetta weiterzuspielen, denn sie braucht ja die Shapiri-Tränen, aber ich weiß wie gesagt nicht, was man dafür tun muss, damit sie jetzt zum nächsten Ort geht. Deswegen lasst mich da auch nochmal ganz kurz nachschauen. Genau, Church of Wows muss ich hin für Box-Questline. Okay. Ich muss jetzt zur Gatetown Bridge. Genau, Torstadt der Akademie. Hier müsste jetzt irgendwo Hayetta sich befinden. Denn sie möchte ja die Tränen von uns haben. Da ist die alte Fingerleserin. Ah, hier. Brücke zur Torstadt. Ich glaube, das ist der bessere Ort, um sie zu finden. Da ist sie. Da hinten steht sie rum. Und sie will weiterhin diese Tränen von uns haben. Davon habe ich, von den Shabiri-Tränen, davon habe ich aktuell, glaube ich, nur eine. Nicht Träne, sondern Traube. Entschuldigung, Shabiri-Traube. Ich sage Träne, aber es ist eine Traube. Der vergilbte und triefende Augapfel eines Kranken. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig wie eine große, überreife Traube. Gebt dies der blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabiri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. Nee, das sind Augäpfel. Es sind menschliche Augen, die du da isst. No. That's not possible. Not all of those people. Their own... So those noises I heard were... Oh Gott, sie übergibt sich. Sorry. I'm all right now. Don't mind me. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. I apologize. I'll be fine. Tja, jetzt kennt sie... Oh Gott, sie übergibt sich wirklich. Okay. I apologize. I'll be fine. Okay, sie hat sich jetzt wirklich übergeben. Aber gut, wir haben ja auch gesagt, Mädel, du hast Augäpfel gegessen. Du hast wirklich literarisch Augäpfel gegessen. So, sie ist aber noch hier. So. Kann man sein, dass man ein bisschen Zeit vertreiben muss, bis sie dann weitergeht. Denn das ist nicht der letzte Punkt. Aber erstmal bleibt sie ein bisschen hier. Okay, sie bleibt uns erstmal hier erhalten. Dann haben wir auch gar nicht mehr so viel zu tun hier in diesem Gebiet. Wie gesagt, wir können jetzt nochmal zur Kirche der Wows gehen. Also
Die Kirche, wo man nur wow hört. Wow, was für eine geile Kirche. So ist hier die Kirche der Gelübde. Da kommt man hier eigentlich hoch. Gehen wir da mal hin. Da ist ja doch, ist da nicht diese uralte Schildkröte in der Kirche der Gelübde? Mir war so. So, aber ihr merkt, wir arbeiten uns auch durch dieses Gebiet. Am Anfang gibt es auch noch echt viele, viele Quests. Also das, am Ende spielt man dann die Quest nur noch in den Gebieten weiter. Dann wird es aber auch ein bisschen langwieriger, weil da müssen wir uns halt oft durch so ein ganzes optionales Gebiet manchmal kämpfen, nur um eine Quest dann so ein bisschen weiter zu spielen. Aber so ist es dann eben. Manchmal ist es, wie es ist. Warte mal, da vorne ist doch eine Grace. Und da ist auch der Brunnen der Einsel. Ich sag mal Eininsel. Nein, es ist die Einsel. Da können wir auch theoretisch hin, um da oben wieder rauszukommen. Ne? Also theoretisch müsste ich da schon reingehen können. Ich weiß nicht, ob ich diesmal Nokron spielen werde, weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich die Quest von Rani nochmal spielen will. Weil das haben wir nun letztes Mal schon gemacht. Und für mich war Nokron jetzt überhaupt kein spannendes Gebiet. Ich fand Nokron ehrlicherweise super unspannend. Also es war cool, das Ganze sich anzusehen, aber das Ganze jetzt einfach nochmal zu spielen, nur des Spielens wegen. Mal gucken, wie uns diese Quests dann noch weiterführen. Also wenn es da, ich muss mal schauen, wie viele Quests dafür Nokron benötigen. Dann sehen wir uns das Ganze natürlich mal nochmal an. Ich muss auch aufpassen, weil der Zugang zu Nokron, da muss ich ja vorher den Demigod besiegt haben. Und da muss ich dann einfach mal nachgucken, wie viel sich dafür in der Welt verändert, dass ich da nicht mir zu viel verspiele. So, erstmal holen wir uns hier den Teleporter, die Grace. Genau, da ist unsere Lieblingsschildkröte. Mit dem fashion Hut. Genau, die goldene Nähnadel. Die habe ich auch beim letzten Mal gefunden, aber nie gebraucht. Deswegen, diesmal kann ich sie verwenden, um sie weiterzugeben. Eine Nähnadel aus Gold. Ein einzigartiges Objekt, mit dem Gewänder von Halbgöttern abgeändert werden. Eines der Werkzeuge, die Radagon mitbrachte, als er die Ehe mit Renala, der Königin des Vollmonds, schloss und in die karianische Familie eintrat. Ja. Jep, jep, jep. Und wer braucht so eine Nadel? Natürlich unser Freund Bock. Da, Bock der Näher, der braucht so eine Nadel. Da freut er sich dann nämlich drüber. So, wo ist er? Bock, 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 Bock. Da ist er, Bock. Bock the Seamster, at your service, Master. Ready to make adjustments to your garments. Okay, warum will der jetzt die goldene Nadel nicht von mir haben? Oh, going so soon? Please do be safe on your journeys. Vielleicht. Vielleicht muss ich mal irgendwas anpassen lassen. Please do be safe on your journeys. Oh, dann habe ich bestimmt einfach noch nicht. Dann habe ich bestimmt einfach noch nicht den richtigen Punkt in der Story erreicht. So, Kirche von Bellum. Hier müsste ich nämlich dann eigentlich Hayetta wieder treffen. Es
kann aber auch manchmal sein, dass man den Spielstand nochmal neu laden muss. Deswegen lass uns das mal machen. Ja, also es ist wirklich manchmal... Oh, 100 Stunden Spielzeit haben wir mittlerweile. Krass. Es ist wirklich manchmal so, dass man den Spielstand neu laden muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch so zutrifft. Das ist dann immer ein bisschen blöd, aber... Kriegen das schon hin. Ja, also eigentlich sollte ich jetzt hier auf Hayata treffen. Warum das gerade nicht passiert, kann an den verschiedensten Gründen liegen. Nö, sie wird mir auch noch hiermit angezeigt, an der Brücke der Torstadt. Also irgendetwas fehlt da, um ihre Questline voranzutreiben. Ah, is that you over there? I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail. So faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very important indeed. I'm certain now. Okay, gut. Durch uns hat sie erkannt, dass sie eine Fingerjungfer sein möchte. Okay, damit habe ich ein bisschen Dialog bei ihr erlebt. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass das Licht, was sie sieht, ist die Frenzied Flame, also die wahnsinnige Flamme, wie heißt das nochmal auf Deutsch, von der ich ja auch besessen war. Also sie gehört wirklich zu einem der finstersten Enden für diese ganze Spielwelt. Ach, guck mal, Bock ist jetzt auch weitergezogen. Guck mal. Der ist jetzt zum Osttor von Raya Lucaria gezogen. Ach, guck mal, jetzt plötzlich bewegen sie sich. So, Bock, wo bist denn du? Du bist jetzt hier in der Nähe. Da. Bock, this seems ready to make a... Aber ich kann immer noch nicht die goldene Nähnadel übergeben. Oh, going so soon? Okay, dann ist das was für später. So, die Kirche von Bellum. Hier müsste ich nämlich jetzt auf Hayata treffen. Wie gesagt, sie gehört der Frenzied Flame an und gehört damit auch zum düstersten Ende, aber auch mit zu dem Ende für die Spielwelt, was ich mit am coolsten finde, weil das halt so ein apokalyptisches Ende ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hier ist doch eh alles schon vor die Hunde gegangen. Da kann es auch beendet werden. Oh, hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes, which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Oh, eine Fingerabdrucktraube. Special grapes, which only grow on those who've been clasped, please. Without one, I don't... Okay, ja. Ne, Fingerabdruck, ne, von den drei Fingern, wir kennen das. Das war auch mal unser Schicksal gewesen, was wir nur mit einer Nadel rückgängig machen konnten. Ich bin sehr gespannt, ihr lieben Freunde meines Kanals, wie es weitergeht in dieser Storyline. Auf jeden Fall alles ziemlich cool. Wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Runde Elden Ring New Game Plus. Und dann sind wir auch, glaube ich, so weit zum Aufzug von Dektus zu gehen. Denn ich muss mal gucken, was wir hier alles noch machen können. Aber ich glaube, wir sind dann in der Story bald so weit, weiterzuschreiten. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Freue mich wie immer auf eure Kommentare und auf euer Feedback. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.